Hier in Texas in Fort Worth wurde das FBI dabei ertappt, eine Ku Klux Klan-Gruppe gegründet zu haben, und das FBI versuchte, diese Gruppe dazu zu bringen, eine Chemiefabrik in die Luft zu jagen. Der Sheriff hatte dies herausgefunden und verhinderte die Sache. Es gibt zahllose Beispiele, über die wir berichtet hatten. Es kam vor kurzem erst heraus, dass die modernen Neonazi-Gruppen in Deutschland 1963 vom britischen Geheimdienst MI6 gegründet worden waren. Bei den deutschen Gerichten stellte sich heraus, dass die gesamte Führungsriege der NPD-Partei, deren Anhänger unter anderem wegen Brandanschlägen und Morden verurteilt worden sind, die obersten 30 Leute in dieser vergleichsweise kleinen Organisation, die Leute, die die Parteischriften drucken lassen, die Befehle geben und die Aufmärsche organisieren, deutsche Geheimdienstagenten sind. Der deutsche Geheimdienst hat die NPD also nicht einfach nur infiltriert, sondern leitet die NPD. Gegründet wurde die Partei von den Bossen des deutschen Geheimdienstes, dem MI6. In den Überschriften des Scotsman, der BBC und des London Telegraph wird zugegeben, dass die Regierung die Organisation leitete als eine Gruppe von Provokateuren, welche von den Geheimdiensten bezahlt wird. Warum die Regierung das tut? Um Angst zu verbreiten und Gesetze zu verabschieden, welche jedermanns Handlungsspielraum, jedermanns Freiheit einschränken, und um andere nationalistische Organisationen in Deutschland verbieten zu können, die sich für die Souveränität des Landes und gegen die Ausweitung der EU einsetzen. Es ist simpel. Du willst, dass alle ihre Rechte aufgeben? Dann erschaffe einfach Nazis, die ein paar Leute umbringen, und sage dann, oh, seht, diese Nazis sind gefährlich. Lasst uns eure Rechte wegnehmen, damit wir euch beschützen können. Und die Regierungen wurden dabei ertappt. In England kam jetzt das Gleiche heraus. Offiziere des MI5, des MI6 und des Armeegeheimdienstes wandten sich an die Öffentlichkeit und berichteten, dass die britische Regierung hunderttausende Dollars an Al-Qaida-Gruppen in den 1990ern bezahlte für Attentate auf der ganzen Welt. Geheimdienste liebten es, Gruppen des organisierten Verbrechens und Terrorgruppen zu benutzen, welche sie selbst geschaffen hatten, um Terroranschläge durchzuführen. Geheimdienstoffiziere gestanden dies öffentlich und kündigten. Manche wurden deshalb sogar verhaftet. Die Regierung leugnete nicht die Fakten und die Aussagen, aber verhaftete die Geheimdienstler. Der ehemalige Verteidigungsminister Rumsfeld gab zu, dass das Pentagon eine Gruppe namens P2OG hat, welche Familienmitglieder von Muslimen tötet, um jene dazu zu bewegen, Amerika anzugreifen, damit die Globalisten einen Vorwand erhalten, weitere Länder anzugreifen. Erinnern Sie sich, wie ich zuvor erwähnt hatte, dass die deutschen Geheimdienste die Neonazis kontrollieren und die Briten ihre eigenen Gebäude in die Luft jagen und ihre politischen Gegner dafür verantwortlich machen, um einen Polizeistaat zu schaffen. Es gab viele Artikel in den Jahren 2002 und 2003 in Haaretz von unter anderem UPI und Reuters, in denen berichtet wurde, dass der israelische Geheimdienst Mossad im Jahr 1973 die Hamas gegründet hatte und in den Jahren 2001 und 2002 verbündete palästinensische Gruppen bewaffnet hatte, damit jene Terroranschläge durchführten, um den Israelis schließlich einen Vorwand zu liefern, um ihre Siedlungsgebiete ausweiten zu können und die Palästinenser unterdrücken zu können. Die Elite steckt hinter dem ganzen Terror. Wir haben noch nie einen Terroranschlag von wirklich großer Bedeutung gefunden, der nicht von der Regierung verübt worden war. Es gibt ein paar einsame Verrückte, welche kleine, schlecht koordinierte Attacken durchführen, aber jeder große Anschlag wird von den Globalisten und deren Provokateuren gesteuert. Waffenbesitzer sollen registriert werden, eine nationale ballistische Datenbank soll geschaffen werden und Privatverkäufer sollen bei Waffenmärkten gesperrt werden. Dagegen erblasst der Waffenkontrollakt von 1968. Patriot Act 2 heißt es in bestimmten Untersektionen, dass uns die Staatsbürgerschaft aberkannt werden kann, wir heimlich verhaftet und sogar heimlich hingerichtet werden können. Hitler wagte nicht einmal, so etwas niederzuschreiben, er tat es einfach. Manche denken vielleicht, hey, Patriot Act 2 wurde immerhin nicht verabschiedet. Sobald die Globalisten einen weiteren Terroranschlag verüben, wird das Gesetzespaket verabschiedet werden. Die Regierung hat sogar angekündigt, dass nur noch ein Anschlag fehlt. Wir müssen uns dagegen wehren. Die CIA darf Bürger töten, die der Al-Qaida helfen? Bush schließt Amerikaner nicht aus? Die CIA hat die Al-Qaida erschaffen. Seymour Hersh vom New Yorker Magazine, MSNBC und sogar Fox haben berichtet, dass die US-Regierung 8000 hochrangige Anführer der Taliban und der Al-Qaida aus Kandahar ausgeflogen hatte, als die Stadt fiel. Diese 8000 spielten im Auftrag der CIA den Feind und destabilisierten das Land, damit die Globalisten es daraufhin einnehmen konnten. Die Globalisten flogen diese Männer mit C-130-Flugzeugen nach Pakistan in Sicherheit, um den nächsten Krieg mit Indien zu provozieren. George Bush sagte, dass jeder der Verbindungen zu Al-Qaida
als CIA da, ich meinte zu Al-Qaida hat, verhaftet werden sollte. Dabei hat niemand so gute Verbindungen zu den Saudis und den Bin Ladens wie die Familie Bush. Sie sind seit Jahrzehnten zusammen im Geschäft. George Bush startete seine erste Ölfirma im Jahr 1976 namens Arbusto zusammen mit einem Mitglied der Bin Laden-Familie und deren Geld. In den 1980er Jahren bekämpften die Bushes die Sowjets mit den Bin Ladens. Laut einem Bericht des US-Senats wurde Bin Laden Ende der 1990er Jahre gegen die Serben eingesetzt. Als die Serben zurückschlugen, konnte man sie als Terroristen brandmarken und militärisch bekämpfen. Osama bin Ladens Codename in der CIA war Tim Osmond. Er arbeitete für die CIA, wurde in den 1970ern trainiert und in den 1980ern in Afghanistan gegen die Russen eingesetzt. Er half, gegen die Serben in den späten 1990ern zu kämpfen. Immer wieder wurde Osama bin Laden als Werkzeug von der US-Regierung eingesetzt. Jedes Mal, wenn irgendwo auf dem Planeten eine Krise benötigt wurde, kam Bin Laden zu Hilfe und schuf das Problem, auf das die US-Regierung ihre Lösung anbieten konnte. Die Regierung gibt zu, diese Männer in Sicherheit gebracht zu haben, aber der Sender Fox nannte dies ein Versehen. 8000 Taliban und Al-Qaida-Führer waren ausgeflogen worden. Hochrangigen US-Generälen wurde befohlen, Generäle der Taliban laufen zu lassen. Manche US-Generäle wurden wütend darüber und wandten sich an die Öffentlichkeit. Auch Leute vom FBI und der CIA gingen an die Öffentlichkeit und zeigten die Befehle, wie zum Beispiel W199i, in welchem Bush angeordnet hatte, Osama bin Laden und dessen Familie in Ruhe zu lassen. Agenten, die sich solchen Befehlen widersetzten, wurden gefeuert. Sogar die Taliban sagten 2 Monate vor 9/11, stoppt Osama, er wird euch angreifen. Was sie nicht wussten war, er arbeitete für Mr. Bush. Wenn im alten Rom ein Verbrechen begangen wurde, fragten die Richter, cui bono, oder wer profitiert? Wenn wir 9/11 betrachten, dann ist die Antwort eindeutig. Sehen wir, was die Familie Bush in den Tagen vor 9/11 und an 9/11 getrieben hat. Es ist ziemlich aufschlussreich. Marvin Bush war in New York City verantwortlich für die Sicherheit des World Trade Center Komplexes. Ex-Präsident Bush war in Washington D.C. im Ritz-Carlton und vertrat die Carlyle Group. Er saß am Tisch mit dem Oberhaupt der Bin Laden-Familie. 2 Tage vor 9/11 verhängte der Gouverneur von Florida, Jeb Bush, das Kriegsrecht, machte die Ankündigung aber erst am 11. September. Der Anführer des CIA-gesteuerten pakistanischen Geheimdienstes ISI, General Mahmoud Ahmad, kam am 13. September nach Washington, nur ein paar Tage nachdem er, wie die New York Times zugibt, $100.000 an den angeblichen Anführer der Flugzeugentführer, Mohammed Atta, überwiesen hatte. In der Woche, die er in den USA verbrachte, traf er sich mit CIA-Direktor George Tenet sowie mit den Chefs der Geheimdienstkomitees des US-Repräsentantenhauses und des Senats, Porter Goss und Senator Graham. Porter Goss wurde später zum CIA-Direktor. Am Morgen von 9/11 frühstückte General Ahmad sogar mit Porter Goss und Bob Graham. Was treibt der Finanzier von Mohammed Atta mit den Anführern der Geheimdienste? Alle gehört, wie sie gesagt hatten, dass ein Papierausweis von einem der Türme gefallen war und von einem Polizisten auf der Straße in intaktem Zustand gefunden wurde. Das Flugzeug fliegt ins Gebäude, das Kerosin explodiert und der Ausweis fliegt dem Entführer aus der Jacke, fliegt durch den Feuerball, aus dem Gebäude heraus und landet unbeschadet auf der Straße. 6 Monate lang berichteten sie, dass sie den Pass sichergestellt hatten. Dann tauchte dieser Typ lebendig im Mittleren Osten auf und es hieß plötzlich, oh, das war ein Fehler, er war doch keiner der Entführer. Und die Geschichte vom Pass verschwand. Glaubt mir, diesem Establishment könntet ihr nicht gleichgültiger sein. Viele Zuschauer werden jetzt denken, oh, ich halte also besser die Klappe. Wenn Sie, liebe Zuschauer, diese Dinge zulassen, dann wird man Ihnen alles wegnehmen, was Sie besitzen. Ihre Altersvorsorge, Ihre Arbeit und so weiter. Die neue Wirtschaft wird aus Überwachung und Gefängnissen bestehen. Der militärisch-industrielle Komplex hat entschieden, Amerika zu stürzen, einen Staatsstreich mit Hilfe der Medien durchzuführen. Wenn wir uns nicht in großer Zahl erheben und uns dagegen wehren, werden sie versklavt werden, egal ob sie die Elite bekämpfen oder ihr dienen. Wir können unsere Kinder nicht einem Leben in diesem höllischen System ausliefern. Ihr Tölpel, ihr seid in Gefahr. Seht ihr nicht, dass sie hinter euch her sind? Sie sind hinter uns allen her. Unser Leben, unsere Kinder. Ihr seid die Nächsten. Ihr seid die Nächsten.